Moinsen, liebe Owner. Was geht ab? Hier ist mal wieder der Agri für euch. Mal wieder agri-mäßig unterwegs. Und wir spielen hier gegen Skillganon und gegen ADS. ADS-Syndrom hat er hier. Auf der Karte Rückkopplung. Rückeroberung, nicht Rückkopplung. Ja, ne, das ist ja eine Fähigkeit, die man anwenden kann. So, und ich spiele mal wieder Terraner. Und der Hotdog Craft spielt Brothäschen. Und ich glaube, ich werde mal. Was werde ich denn mal tun? Ich wünschte, ich wäre ein Huhn und hätte nicht viel zu tun. Ich weiß es leider noch nicht, was ich jetzt hier machen werde. Ich lasse mich mal überraschen, was der Gegner da so baut. Erstmal hole ich mir natürlich ein Depot, logischerweise. Ich könnte natürlich meine Reaper-Taktik mal wieder machen, aber ist ja auf Dauer auch etwas langweilig, wenn man immer das Gleiche macht, obwohl das natürlich hardcore abgeht. Aber immer dasselbe ist, wie gesagt, nicht so schön. Ich glaube, ich werde einfach mal Ravens gehen. Oder? Ravens. Oder gut, er möchte gerne, dass ich droppe, sicher. Dann mache ich mal Marines und ein Dröppchen dazu. Und ich will mir natürlich dann direkt auch erstmal schon was anschließen. Misch. Was hole ich mir da mal? Reaktor eventuell. Ja, ich glaube, ich werde mir mal zwei Reaktoren dafür holen, damit ich mir auch direkt zwei bauen kann. Und dann werde ich mal einen kleinen Mariendrop vornehmen. Aber erstmal sollte ich jetzt hier auch mal eine kleine Kaserne bauen, damit ich überhaupt auch das Ding dran anschließen kann, den Reaktor. Sonst wird das mich nichts. So, Gas wird schon fleißig abgesammelt. So läuft das. Und was haben wir hier? Ein Protoss-Spieler. Mit einem Gas. Gut. Das ist ja was. So, dann holen wir uns hier noch direkt einen zweiten dazu. Kann ich auch gleich wieder rauspacken, dann, wenn die anderen Sachen fertig ist, noch ein Protoss-Spieler. Da könnte ich natürlich auch schön Minendrop machen. Na, ich überlege es mir noch. Vielleicht gehe ich auch mal wieder auf einen kleinen Minendrop oder mache einfach mal Massive Minen. Die ganze Karte mit Zupflaster. Na, fahren wir hier mal durch. Na, will er mich nicht verfolgen? Schade. Okay, gut, dann fahren wir doch wieder zurück. Ich mal ab und dann auch holen wir uns doch wirklich mal. Machen wir doch mal wirklich einen Minendrop. Und da packen wir das hin. Hier holen wir uns direkt mal dann unser gutes Fabrikchen hinzu. Zwei jetzt noch ins Gas rein, damit ich dann auch gleich schön Minen produzieren kann. Sag mal, hörst du mal auf, mich zu attackieren? Ich denke, bei mir tickt es nicht richtig. Das kannst du bei deiner Mutti machen, aber nicht bei dem Aggressor. Ja. Geh mal wieder hier zur Kommando, zu deinem Nexus-Mutti zurück. Komm, schnell rein mit dir. Haha, verarscht. War wohl nichts, ne? So, Erweiterung haben wir fertiggestellt. Komm, komm. So, und da holen wir uns doch direkt auch nochmal. Schön. Sag mal, hab ich doch gerade gesetzt? Das nicht gebaut. Das war jetzt hier mal nicht so toll. So, aber gleich kann ich auch schnell den ersten Drop vornehmen. So wie das einem Aggressor, wie das vor einem Aggressor passt, ne? Immer schön Drop machen. Oh, 5-5, ne? Ich droppe natürlich. Dröplon. So, ersten zwei werden fertig. Und der Raumhafen wird auch gleich schon fertig sein. Und dann kann ich doch auch schön, da kann ich doch auch schon mein erstes Shuttlechen vorbereiten, das dann direkt zu den Gegnern rüber wetzt. Ach, was kommt denn da? Ach so, das war glücklicherweise kein gegnerischer Stalker. So, komm mal her. So, lege ich mal auf 2.
es auch dann gleich eingraben kann. So, und dann heizen wir direkt mal hier volle Otto rüber. Da kommen wir dahin. So, und jetzt holen wir uns Benjis dazu. Nö, wir holen uns jetzt erstmal wirklich direkt noch eine Expansion. Da kommt auch ein Drop. Viking hinzu. Schnell. Schnell noch eine Mine. Orakel kommt mich jetzt hier. Oha, oha. Zwei Orakel direkt. Ja, das war's mit einem schon mal. So. So, zweites auch weg. Gucken wir mal, was wir hier reißen können. So. So, mal gucken, wer mehr Power macht. Bam! Mega Damage. Schön. Wollen wir hier direkt mal wieder rüber heizen? Das hat ihm bestimmt sehr viel Freude gemacht. Mir auf jeden Fall. So ein bisschen was ins Gas wieder reinschicken. Ja, das kommt davon, ne? Wenn man mich nervt. So, dann können wir direkt wieder das gleich durchführen hier. Da ist was. So. Komm schon. Oh ja, oh ja, oh ja. So, mit dem Viking können wir jetzt hier auch nochmal schön nochmal arbeiten. Da ist es doch, das Ding. Treiben wir mal rüber hier. Nein! Oh, fuck. Ah, die sind auch gleich schon wieder freigeschaltet hier. Steckt schön drin. Oh, oh. Armer Jung. Ist ja ganz zertauern gegangen. So, und jetzt holen wir uns natürlich noch ein paar Marines dazu. Aber die retten wir erstmal noch. Versuchen wir auf jeden Fall hier erstmal noch aus dem Feld rauszukriegen. Nein, den einen kriegen wir hier noch. Und was haben wir da gesehen? Koloss hat er schon. Oha, oha. So, heizen wir doch damit erstmal wieder rüber. Und holen uns jetzt hier mal Stimpack natürlich. Holen wir uns erstmal noch zwei Maschinendocks dazu. Legen wir auch erstmal da wieder hin, den legen wir da hin. Und dann machen wir doch so ein bisschen Eco-Transfer. Und holen uns direkt auch nochmal Gas. Wir teilen jetzt hier noch so ein paar Minen-Plakate. So. Und da holen wir uns jetzt erstmal schön viele Marodeure noch hinzu. Und natürlich auch Vikings. Weil die sind ja wunderschön, wie man weiß, gegen so fiese Matenten wie Marodeur, wie gegen Koloss. So, und die legen wir jetzt hier erstmal auf 3, dann holen wir uns natürlich noch gleichzeitig mal Schockmunition dazu. Und die beiden Angriffs-Upgrades stellen wir hier mal fertig. Und damit wir auch gleich das nächste Mal können, holen wir uns natürlich noch ein Waffenlager und werden das hier mal umwandeln. Und welchen nehmen wir denn mal? Da wird hier gerade noch ein Upgrade drin vorgenommen. Da auch. Hier auch. Egal, machen wir hier nochmal kurz was hin. So. Ein bisschen Gässchen hinzu. Na, nee, nee, nee. Du gibst jetzt erstmal die Kohle noch ab. Das ist die Aufgabe, die du hast. So. Und jetzt erstmal ein paar Marodeure noch dazu pulvern. Da können wir das erstmal schon anschließen. Hier holen wir uns auch nochmal Tech-Labor hinzu. Und was? Ne, du darfst jetzt hier nochmal erstmal was bauen. So. Nö, den stellen wir da unten hin. Das ist immer schön.
im Wechsel Bordüre Marines und natürlich mehr die wechseln zu und Vikings, da wirklich gegen alles was haben und na komm mal her, bau hier doch mal so und dann holen wir uns hier nochmal ein paar Tanks hinzu, dann haben wir noch optimale Mischung wie gesagt. So, den Tank legen wir jetzt hier mal, beziehungsweise die Fabrik legen wir jetzt mal auf 5. Dass wir dann auch schön immer beim Go pushen können. Oh, da hat er wirklich meine Mine, hat er beseitigt. So, ich glaube, ich muss hier nochmal ein bisschen Eco-Transfer machen. Und jetzt machen wir da unten nochmal so ein bisschen Party hier, ne? Komm, hau mal rauf. Gehen mal ab und attackieren auch direkt damit. So. Uns ja natürlich nochmal die nächste Fabrik. Komm zurück. Au, oh, nicht. Ah, ist das so gut war. Ich habe doch alles hier. Ich hätte ja auch mal ein paar Sachen nach vorne geschickt, aber erstmal hier noch ein bisschen was. Habe ich noch ein bisschen was vor hier, ne? So, schon mal eine Liste mit drinne. Marodeure sind auch fertig. Die legen wir mal auf 2. Die legen wir mal dahin. Die legen wir auch mal dahin. Und den legen wir hier hin. Und nochmal ein bisschen Schild hinzu wieder. Und jetzt schicken wir doch erstmal einen hier zum Schauen runter. Dass wir uns hier gleich Go machen und wir dann von nichts mitkriegen. Und naja, nö, noch ist alles im Grün. Und Angriffsupgrade holen wir uns auch nochmal kurz dazu. Ach Quatsch, nicht das mit E. Ja, so ist das. So. Ja, was wir ein bisschen Eco-Transfer machen. Kaboom, Baby. Na. Na, die Upgrades brauchen noch ein bisschen. Holen wir uns auch nochmal was dazu. Und dann können wir doch gleich mal ein bisschen Go machen. Oh, einfach keine Kohle die ganze Zeit über. Alles am Ausgeben hier. Und, na. Hier nochmal rüber. Vitamin. So. Ich frage ihn ja mal, ob wir jetzt mal Go machen. Ich habe jetzt hier auch Limit. Ne? Kann man ja ein bisschen was mitmachen mal. Mal eine Echse holen. Also fast Limit, noch nicht ganz. So, gehen wir mal auf 1. Dings legen wir auf 2. Ach so, die letzten Angriffe und Panzerung holen wir uns mal für unsere Infanterieeinheiten. Auch nochmal 2 hinzugefügt und dann gehen wir noch nach vorne und kloppen die mal ran. Er muss mal warten. Ist nicht so gut. So. Legen wir die mal kurz auf 4 hier. Wohl. So, passt das noch? Gucken wir mal, scannen wir mal. So, dann gucken wir ihn nochmal an hier. So, und schön mit den Vikings die Kolosse drauf. So, die haben wir doch ganz schnell weggeröstet hier. Einmal Stimmy noch rein, Tanks wieder nach vorne ziehen. Gleichzeitig natürlich nachbumsen. Nachpumpen meine ich, nachbumsen. So, die holen wir jetzt hier auch nochmal dahin. So, komm mal rauf, mal nochmal rauf. So, gehen wir mal rüber.
Komm, jetzt legen wir mal eine Base hier rein. Sind doch die Tees am Start, das hört man doch. So, haben wir die DTs auch beseitigt. Gehen wir kurz rein noch. So, guck mal rein hier. Ist doch Party Time! Ah, patrouillieren wir hier mal. Mal. Sehen wir meine Tanks in Ruhe. Sag mal. Geht's euch noch gut? Ja, da ist auch nichts mehr. Wunderschön. Ja, das war auf jeden Fall ein ganz nettes Tun-Tu hier. Hat auf jeden Fall richtig Spaß mal wieder gemacht. Und die Minen, muss ich sagen, haben natürlich auch akkurat hier reingekloppt. Kommen wir mal kurz Punkteübersicht an. Ja, der Agri hat natürlich am meisten Punkte. So, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt es hier. Bis zum nächsten Mal, euer Agri. Haut rein, ciao.